und herzlich willkommen zum ersten Koch. Oh, das Mikrofon ist falsch rum. Das hier ist mein erster Kochstream. Das ist die Küche, in der ich lebe. Wie findet ihr meine Küche? Ich habe sogar eine Kochcam. Also ich bin wirklich bestens vorbereitet. Es werden heute zwei Dinge gekocht. Ich sag mal so, ich habe jetzt mir hier zwei Rezepte rausgesucht. Zum einen ein Schokodessert aus dem wunderbaren Mori Kocht Kochbuch. Ich dachte, es hier sonst nochmal zeigen. Kochen läuft. Machen wir einfach zwei Sachen. Schönen Nachtisch und einen Hauptgang. Ich habe leider meine Kochmütze nicht gefunden. Aber dafür habe ich meinen Kalle Kuschinski Buckethead auf, der ja auch einfach nur toll ist. Übrigens, käuflich-erwerblich auf kallekuschinski.de. Ich werde nachher bei Pia rübergehen, die streamt gerade nebenan parallel. Werdet ihr dann Essen auch bringen? Werdet sie auch dann zwingen, live zu probieren? Und zwar gibt es heute Kartoffelknödel, die wir kochen werden, dann in kleine Taler schneiden und die dann in die Pfanne hauen, richtig nice anbraten. Dazu ein Radieschen-Karottensalat mit Honig-Senf-Dressing. Ja, einer schönen Pilz-Rahm-Sahnesoße. Ich finde Kartoffelknödel sind ja einfach nur geil. Also jetzt mal unter uns so gesagt. Kartoffelknödel sind ja einfach der Hammer. Ne? Kiba, komm mal her. Komm mal zu Papa, komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, ne? Ja? Ich hab einen Trick. Komm mal her. Komm mal zu Papa. Ja, ja, ist er verdient, ne? Er liebt mich über alles. Fängt man mit dem Dessert an, wenn es ein kaltes Dessert ist? Ja, ne? Kerze. Zuerst den Nachtisch, ne? Jetzt sieht dann ungefähr so aus. Ne? Sieh auch einfach immer nur dann, wenn es was gibt. So, hier, bitteschön. Möchtest du auch? Möchtest du auch? Hier, bitte. Ja, ne? Wenn sie sagt, sie steht auf Romantik. Ja, hä? Ist doch mega romantisch. Sollte es heute nichts mit dem Kochen werden, können wir auch Leute zocken. Schokodessert für 4 Personen, ich und Pia sozusagen. Man benötigt 50 Gramm Pistazienkerne, 2 Avocados. Sagt ihr eigentlich Avocado oder Avocado? So, 200 Gramm Kokosmilch. Haben wir. Ein Teelöffel Chiliflocken, by the way. Brauchen wir Vanillesirup oder Vanillezucker? Wir haben, glaube ich, heute Vanillezucker, ne? So, Arbeitszeit 15 Minuten. Sollte eigentlich einfach sein. Die Pistazienkerne in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze unter Rühren rösten. Auf einen Teller schütten und abkühlen lassen. Die Avocados halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale heben. Dem Honig, den Chiliflocken, dem Vanillesirup und dem Kakaopulver in einen hohen Rührbecher geben und mit einem Pürierstab fein pürieren. Okay, jetzt haben wir schon das erste Problem. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo es anfängt, lustig zu werden. Ich habe kein Pürierstab. Okay, Abbruch. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Schüssel. Eine Schüssel habe ich. Ja, dann rühren wir halt so, oder? Und drin. Es geht los, ne? Also jetzt fangen wir quasi an. Wer fühlt sich übrigens von Avocado schon alles getriggert? Avocado. Scheiße, wie kriege ich das jetzt auseinander? Oh, ja, siehst du. So, und dann machen wir noch hier den. Also das... Ja, Löffel, ne? Ja, danke. Ist das peinlich, direkt am ersten Arbeitstag hier. Ich habe mir natürlich vorher die Hände gewaschen, ne, bevor ihr jetzt fragt. Ja, Avocado 1. Hier schon mal Borsch. Dann nehmen wir jetzt Nummer 2. Das Hände waschen. Da bin ich schon wieder. Ja, die Avocado ist befreit. Darauf erstmal einen Schluck Spreequell. Kennt ihr diese gebrannten Mandeln? So riecht das gerade im Busch. Ich glaube, das ist gut. Oh. Scheiße, ich wasche das ab. Wie kriege ich das jetzt püriert? Was benehme ich da am besten? Ich habe keinen Mixer, ich habe keinen Pürierstab. Ich habe eine Gabel. Das ist eine Gabel, die ist wunderschön. Einen Kartoffelstampfer habe ich. Besser? Ich würde die gerne Sebastian nennen. Weil Sterzig kam auf die Idee, die Kerze hinzustellen. Ich würde diese Kerze einfach gerne Sebastian nennen. Kerzig, Kerzig! Oh mein Gott, es ist einfach kerzig. Ich mache immer Augenmaß, ne, bevor ihr euch wundert. Boah, lecker Kokosmilch in meine Fresse. Wie viel... Oh, scheiße, hier ist jetzt Plastik drin. Boah, das riecht aber lecker. Früher bei Oma immer die Schüssel mit dem Finger, ne? Mmh. Ich hatte so Bauchschmerzen vom Restteig immer, weil ich mir immer diesen Restteig reingezogen habe. Ich frage mich immer, warum die Leute so lange brauchen bei einem Kochstream. Würde ich jetzt hier nicht die ganze Zeit auf meinen scheiß Chat gucken, wäre ich schon dreimal fertig. Also ihr lenkt mich hier von meiner Arbeit ab. So, warum soll ich jetzt die Hälfte der Pistazien nur benutzen? Die Creme in 4 Dressing-Gläser mit den restlichen Pistazien bestreuen. Und 2 Esslöffel Honig. So, ein bisschen mehr, ne? Ist Honig. Wie finde ich jetzt raus, ohne Waage, wie mache ich das denn jetzt? 800 Gramm. Wie finde ich das denn jetzt raus? Einfach so gehäufte.
So, oder? Und jetzt stampfen, ne? Ein Teelöffel Chiliflocken. Jetzt wird's spicy. Und rein damit. Ach komm. So. Was ist das? Oh, sie hat mir sogar Vanillesirup mitgebracht. Die Avocado ist hart as fuck, ne? Ich dachte, die Milch weicht das jetzt so über die Zeit ein bisschen auf, aber es wird gar nichts. Das ganze Knicken, ey. Scheiße, wir haben halt keinen Pürierstab. Das habe ich voll vergessen. Also ich brauche eigentlich... Ich brauche es richtig. Ich brauche ein richtig hartes Gerät. Ich hole mir jetzt hier so ein Avocado-Steak aus der Suppe raus. Dies, guck mal, man hört richtig, wie der noch durchhackt. Guck mal, wie sich das anhört. So darf sich nur Avocado doch nicht anhören. Scheiße. Naja, Hauptsache, ihr habt Spaß, ne? Es ist hier alles voll mit dem Scheiß. Es sieht auch einfach nicht lecker aus, was ich hier mache. Ja, und sonst, was habt ihr so vor am Wochenende? Das sieht hier aus, ey. Das ist so peinlich. Wieso haben wir denn keinen? Wir haben auch keinen Handmixer. Wir haben nichts. Ja, wir sind richtig arme Menschen. Ich will jetzt in Kauf nehmen, dass es halt nicht ganz so geil wird, wie es gedacht ist. Ich kann jetzt hier noch versuchen, mit meinem Schneebesen was zu retten. Das ist mir halt einfach noch nie passiert. Das ist einfach nur, guck dir die Scheiße an. Das ist nicht, das sieht aus wie Kotze. Kann ich das kochen? Und dann wird es weich oder so? Mori, ich habe keinen Pürierstab. Du musst, wenn du so ein Buch rausbringst, dann musst du das oben mit drauf strecken. Hier steht nirgendwo was von Pürierstab. Ich guck mir hier die Einkaufsliste an. Hier steht, ich zeig dir das. Hier steht Pistazienkerne, Ovacodos, Avocados, Abracadabra. So, dann Kokosmilch, Honig, Chiliflocken, Sirup, Kakaopulver. Wo steht hier, dass ich einen scheiß Pürierstab brauche? Man sieht nichts. Jetzt sitze ich hier, hab keinen Pürierstab. Wie krieg ich die Scheiße gestampft? Dann habe ich hier einen Kartoffelstampfer genommen. Läuft nicht. Jetzt habe ich hier die Suppe da in der Schüssel. Das sieht aus, als hätte ich Dünnschiss seit 3 Tagen. Und ich könnte Pinienkerne nicht verdauen. Wir gucken nachher mal, was dabei rumkommt. Ich mache daraus jetzt einfach Eis. Ich werde das jetzt in 2 Schüsseln geben. Und dann wird das zu Eis. Ohne Eismaschine. Junge, Flüssigkeiten, die man kühlt, werden fest. Ich mache jetzt genau eine Sache. Ich gehe jetzt einmal zum Nachbarn gegenüber. Ich will das jetzt hier so nicht stehen lassen. Und frag ihn, ob er einen scheiß motherfucking Pürierstab hat. Und betet zu Jesus, dass er ja sagt. Später. Es gibt keinen Pürierstab, weil der Nachbar ist nicht da. Wenn ich das jetzt koche, wird das dann cremig? Hast du eine Bohrmaschine? Kochen, dann stampfen. Ich versuche das jetzt nochmal. Aber wir müssen ja auch mal irgendwann hier fertig werden. Ist das eine Scheiße? Wolltest du nicht einmal mit dem Nachbarn leiten? Henki, der Nachbar ist nicht da. Danke für die Durchsage. Kondome kosten 3,40. Mein Gott, hör doch zu! Durch ein Sieb und versuch mit dem Ich habe hier nur so ein ganz feines Sieb. Das ist so traurig, ey. Also ich habe noch nie so eine Scheiße in der Küche gebaut wie heute. Und wisst ihr was? Da mache ich ein Video draus. Es ist halt blöd. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde das am Dienstag, weil am Dienstag haben wir den ganzen Spaß hier nochmal. Am Dienstag will ich das nochmal versuchen. Ich versuch's jetzt mal ganz kurz mit diesem Aufkochen. Hoffe, dass ich es dann stampfen kann. Wenn nicht, suck it! Ja, das sieht mega scheiße aus, ich weiß, danke. Also Moris Kochbuch ist ja auch einfach irreführend. Ist ja einfach irreführend, was hier steht. Pürierstab. Auf einmal kommt er rausgezaubert aus dem Buch oder was? Das ist einfach, das ist der schlimmste Tag in der Küche meines Lebens. Oder ein Mixer, so ein Mixer. So, dann wäre das doch fertig, dann wäre das Ding schon gegessen gewesen. Wir wären schon lange beim Hauptgang. Einfach kurz. Wirkt schon so ansatzweise cremig. Ansatzweise cremig. Also das Aufkochen wirkt gerade so, als hätte es ein bisschen was gemacht. Wir tun einfach so, wenn wir das nachher Pia geben, dass das so muss. Avocado-Stückchen mit Schokogeschmack. Ist doch klar. Schmeckt. Das sieht nur scheiße aus. Wenn ich noch einmal das Wort Pürierstab in meinem Chat sehe, springe ich aus dem Fenster. So, und dann ist das Dessert auch schon... Oh, Plätscher, Plätscher. Fertig, ne? Das Gute ist, wir brauchen jetzt nicht extra noch die Pistazienstücke drüber machen. Die schwimmen da drin. Ach, was gibt's heute zum Nachtisch, Schatz? Kotze? Oh, das sieht aber lecker aus. So eine Scheiße. Ich wäre so gern wie du. Ja, das ist jetzt komplett scheiße gelaufen. Es riecht sehr gut, was du machst. Guck dir die Scheiße an, deinem Pott. Was ist das? Wenn du das siehst, was ist dein erster Gedanke? Ist auch kein Problem, wenn es mit K anfängt und mit Otze aufhört. Weil es sieht aus wie fucking Kotze. Also wenn du jetzt einen Pürierstab findest, dann springe ich wirklich aus dem Fenster. Eine Kerze, es ist Kerze. Der Sterzig wollte eine Kerze und deswegen haben wir Kerze jetzt hier. Ich glaube, er dreht langsam durch. Cool. Ja. Ja, viel Spaß. Also freu dich schon mal auf den Nachtisch heute. Ja, weiß, ja. Also das... Mhm. Ja. Aber es riecht gut, riecht man. Ich habe zwei Probleme. Zum einen, wir haben keinen Pürierstab. Das Hauptproblem. Das zweite Problem ist, dass die Avocados nicht alt waren. Wir haben nichts. Wir sind dumm. Gut, wir sind dumm. Viel Spaß. Ich bin gleich weg. Schau nicht so böse. Du schaust mich nicht an, aber ich weiß, dass du böse guckst. Hör auf damit. Sei glücklich. Die Welt ist schön und wundervoll. Viel Spaß, Chat. Seid lieb. Ich hab Eiswürfel. Tschüss, Chat. Viel Spaß. Willst du noch eine zweite Kamera haben, damit du so Hundekill machst? Kannst du jetzt rausgehen? Thank you.
Ha, ha, ha.